Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur 31. Münchner Kapitalmarktkonferenz. Leider können wir uns immer noch nicht persönlich in München treffen. Der direkte zwischenmenschliche Kontakt fehlt doch schon sehr. Vor allem natürlich im Privaten, allerdings auch im Geschäftlichen. Wir alle hoffen auf ein baldiges Ende der aktuellen Situation und auf eine baldige Rückkehr in ein freiheitliches Leben. Bei der Münchner Kapitalmarktkonferenz haben wir neben dem Austausch von Informationen ganz besonders Wert auf das Zwischenmenschliche gelegt. Und wer von Ihnen noch unsere Abendveranstaltungen in Erinnerung hat, weiß, dass wir ganz besonderen Wert auf das abendliche Get-Together legen. Das ist heute Abend leider nicht möglich, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir im Dezember bei der 32. MKK dies nachholen werden. Liebe Gäste, 35 Gesellschaften präsentieren sich heute und morgen in zwei parallelen Livestreams. Falls Sie nicht schon Einzelgespräche mit den Gesellschaften gebucht haben, können Sie auch jetzt während den Präsentationen via Chat Fragen an die Vorstände richten. Der jeweilige Moderator wird diese dann für das gesamte Publikum auch vorlesen. So, jetzt kommen wir auch gleich nahtlos von der Finanzierung alternativer Themen zu einer klassischen Bank, zu einer Vollbank, und zwar zu der Umweltbank aus Nürnberg. Und ich sehe hier auch schon Jürgen Koppmann, den Vorstand der Bank. Hallo nach Nürnberg. Hallo, grüß Gott. Wenn Sie den Ton vielleicht noch ein bisschen hochdrehen könnten. Den Ton hochdrehen? Ja, etwas. Also man versteht Sie schon so recht gut. Ja. Muss ich mal versuchen. Ich rede einfach ein bisschen lauter. Dann geht's. Ja, wunderbar. Ja. Nein, bestens, ja. Ja. Und dann auch schon gleich den Bildschirm bitte freigeben. Mhm. Ja, funktioniert. Funktioniert haben, oder? Ja, Sie sind drauf. Ja, die Umweltbank AG aus Nürnberg. Ich glaube, die einzigste Bank, die den Umweltaspekt in ihrer Satzung verankert hat, meines Wissens. Wir haben hier also kein klassisches Greenwashing. Ich glaube, die Umweltbank ist eine wirkliche Bank, die sich um die Umweltbelange und natürlich auch um das Thema ESG kümmert und auch ernst nimmt und auch gutes Geld damit verdient. Ja, Herr Koppmann, Ihre Bühne bitte. Ja, vielen Dank, Herr Grunwald, für die netten Worte. Ich darf Ihnen heute die Umweltbank vorstellen und für diejenigen von Ihnen, die es nicht wissen, wir sind eine börsennotierte Bank, wir sind eine mittelgroße Bank und wir sind aber, wie Herr Grunwald schon sagte, die einzige deutsche börsennotierte Bank, die den Umweltschutz zu ihrem Kerngeschäftsfeld gemacht hat. Wir sind also, wenn man so will, Deutschlands grüne Perle unter den Banken. Wir sind ein Hidden Champion, kann man sagen. Viele draußen kennen uns gar nicht, aber das wollen wir besser machen. Wir wollen noch bekannter werden, sowohl bei den Kunden als auch am Kapitalmarkt. Und deswegen freut es mich, dass Sie heute hier mir zuhören und mehr über die Umweltbank erfahren wollen. Was ist unsere Mission? Unser Kern ist die Botschaft, wir machen Geld grün. Wir verbinden Ökonomie und Ökologie, indem wir unseren Kunden attraktive Geldanlagen anbieten und ausschließlich nachhaltige Projekte finanzieren. Wir sind also eine ganz klassische Bank, Einlagen von Kunden rein und diese Einlagen wieder als Kredite an nachhaltige Projekte ausgereicht. Hier mal ein paar wichtige Eckdaten der Bank. Und zwar gibt es die Umweltbank seit 1997. Also wir feiern nächstes Jahr das 25-jährige Gründungsjubiläum. Und die Bank sitzt in Nürnberg und sie hat keine weiteren Filialen, sondern wir sind eine
nur in Nürnberg ansässige Direktbank. Wir haben am 30.12. des letzten Jahres 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Heute sind wir schon wieder etwa 20 mehr. Und wir haben seit unserer Gründung vor nunmehr eben 24 Jahren 23.800 Umweltprojekte finanziert. Da stecken Solardächer mit drin, das ist sicher eine große Anzahl, kleine und mittelgroße Solardächer, da stecken drin Wohnungen, Wohnhäuser für Normalbürger, da stecken aber auch drin Windräder, Biogasanlagen oder Wasserkraftanlagen. Kunden haben wir aktuell etwa 125.000 und unser Ziel ist es, jetzt so richtig Gas zu geben und in den nächsten 5 Jahren die Kundenzahl nochmal zu verdoppeln, also auf etwa 250.000 Kunden. Ja, und die Größe der Bank oder die Größe einer Bank misst man ja meistens in Bilanzsumme. Unsere Bilanzsumme im letzten Jahr oder am 30.12. letzten Jahres waren 4,9 Milliarden Euro. Damit zählen wir noch zu den sogenannten kleinen Banken. Die Bankenaufsicht und die Bundesbank sagen ja, mittelgroße Banken fangen bei 5 Milliarden Euro Bilanzsumme an. Und diese Schwelle werden wir im Laufe des Jahres 2021 sicher überschreiten. Ja, was ist unser Geschäft? Wie schon gesagt, wir haben eine nur grüne Produktpalette. Das bedeutet, wir nehmen Gelder von unseren Kunden rein. Kundeneinlagen, das sind momentan etwa 2,7 Milliarden Euro, die auf grünen Sparkonten liegen. Und wir reichen diese Gelder dann wieder als Umweltkredite aus. Und da haben wir zwei große Schwerpunktbereiche. Die erneuerbaren Energien, also Windkraft, Photovoltaik, auch ein bisschen Wasserkraft, noch ein bisschen Biogasanlagen. Das sind die erneuerbaren Energien. Und dann gibt es noch den großen Schwerpunkt Bau- und Immobilienfinanzierung. Ja, neben dem klassischen Geschäft, neben dem klassischen Kreditgeschäft, haben wir noch zwei Spezialitäten anzubieten. Die sehen Sie hier auf dieser Folie unten. Zunächst unter der Marke Umweltprojekt. Da bündeln wir unser Beteiligungsgeschäft. Das heißt, die Umweltbank beteiligt sich selber an Eigenkapital von Projekten im Bereich der neuen Energien und des ökologischen und sozialen Wohnungsbaus. Die Umweltprojekt ist eine GmbH, eine Tochtergesellschaft, die gehört 100% der Umweltbank und diese Tochtergesellschaft investiert Mittel der Bank, aber auch Mittel, die sie aus Anleihenemissionen zieht, in nachhaltige Projekte. Warum tun wir das? Naja, Sie wissen alle, das klassische Kreditgeschäft, das ist schon stark umkämpft. Da gibt es einen hohen Wettbewerb unter Banken und auch die Zinsmargen, die sind zuletzt deutlich gesunken. Und wenn man sich an den Eigenmitteln von rentablen Projekten beteiligt, dann winken hier auch deutlich höhere Renditen. Das zweite, die zweite Marke, wenn man so will, die zweite Marke, die wir noch in unserem Portfolio haben, ist die Umweltspektrum. Das ist unsere Fondsmarke. Wir haben im letzten Jahr 2020 erstmals einen eigenen Fonds aufgelegt, den Umweltspektrum Mix. Das ist ein nachhaltiger Mischfonds, wie der Name Mix schon sagt. Und wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz. Wir haben jetzt im ersten Jahr schon etwa 60 Millionen Euro Fondsvolumen aufgebaut. Und in dieser Fondsmarke wollen wir weiterhin Produkte an den Markt bringen. Es wird in diesem Jahr 2021 voraussichtlich 2 weitere Fonds der Marke Umweltspektrum geben.
Ja, dann habe ich hier mal einen Überblick, wie sich unser Kreditgeschäft auf die einzelnen Themen und Branchen verteilt. Sie sehen die Sonnenenergie, also die Photovoltaik im Wesentlichen und das bezahlbare Wohnen halten sich mit jeweils 30% die Waage und die Wind- und Wasserkraft und andere Themen machen den Rest unseres Kreditportfolios aus. Wir messen den Impact, wie man neudeutsch so schön sagt, unseres Kreditgeschäfts nicht nur in Euro, sondern wir messen auch zum Beispiel in der Frage, wie viel bezahlbaren Wohnraum haben wir ermöglicht und natürlich auch, wie viel CO2 hat unsere Geschäftstätigkeit der Umwelt erspart. 2020 zum Beispiel haben wir uns ausgerechnet, dass wir über 1 Million Tonnen CO2 mit unseren Finanzierungen eingespart haben. Die Umweltbank ist konsequent auf Nachhaltigkeit ausgelegt und das ist auch unser Erfolgsrezept. Wir haben Nachhaltigkeit, wenn man so will, in unserer DNA. Das fängt an, dass es in unserer Satzung verankert ist, dass wir uns ausschließlich mit Umweltprojekten befassen. Wir sind ein Pionier im Bereich Sustainable Finance und wir befassen uns nicht nur mit nachhaltigen Finanzierungen, sondern haben auch in unserem täglichen Büroalltag alles auf Umweltschutz und grün getrimmt. Das heißt, es gibt bei uns natürlich nur Bio-Kaffee und wir haben auch unsere Möbel und die Einrichtung möglichst mit ökologischen Materialien gestaltet. Wir fahren ausschließlich mit dem Zug oder ab und zu auch mal mit unserem Elektroauto, aber fliegen tun wir gar nicht mehr. Wir sind mal ein bisschen geflogen, aber das tun wir gar nicht mehr. Also wir haben uns komplett auf Nachhaltigkeit fokussiert. Und das Schöne dabei ist, dass die Umweltbank auch ertragreich und rentabel agiert und dass sie seit vielen Jahren auch Dividenden zahlt. Und zwar das seit 17 Jahren konsequent. Wir glauben und wir sind sicher, dass es gut weitergehen wird mit unserem Geschäft, denn wir haben eine attraktive Zielgruppe. Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Fridays for Future und Co., da wachsen viele Menschen nach, denen das Thema Umweltschutz sehr wichtig ist, noch wichtiger vielleicht sogar als in der Vergangenheit. Und Sie wissen ja auch, wie erfolgreich die Grünen gerade in der Politik sind. Auch das sind alles Indizien dafür, dass unser Geschäftsmodell stark ist und auch weiter wachsen wird. Was wollen wir also tun? Wir wollen unser Butter- und Brotgeschäft, das Kreditgeschäft im Bereich neue Energien und ökologisches Bauen und Sanieren weiter stark halten und wollen das mit mehr Volumen ausbauen. Wir wollen auch im Privatkundenkreditgeschäft weiter ausbauen. Und wir wollen, wie schon ich sagte, neue Kunden gewinnen, zum Beispiel eben auch durch attraktive Einstiegsprodukte. Unser Tagesgeldkonto, das sogenannte Umweltflexkonto, ist momentan in der Süddeutschen Zeitung auf Platz 3 der besten Tagesgeldkonten. Wir zahlen da bis 5.000 Euro Guthaben 0,25% Zins. Das ist in diesen Tagen schon eine ganze Menge. Und so gewinnen wir auch eine ganze Reihe von Kunden, die uns bisher nicht gekannt haben. Wir wollen natürlich auch das Beteiligungsgeschäft weiter ausbauen und vor allen Dingen, ganz wichtig, das Wertpapiergeschäft. Mit unserer Fondsmarke Umweltspektrum wollen wir Provisionseinnahmen stärken, denn die Umweltbank hat bislang sehr stark vom Zinsertrag gelebt. Wir wollen auch den Provisionsertrag stärken und das zum Beispiel durch unsere eigenen Fonds. Und dann wird auch zum Beispiel im Jahr 2021 unsere Tochtergesellschaft Umweltprojekt GmbH
eine weitere Anleihe ausgeben, um Kapital einzusammeln, mit dem dann weitere Projekte finanziert werden und wo sich die Umweltprojekt zum Beispiel beteiligt an einem großen Wohnbauvorhaben in Bamberg aktuell. Da haben wir eine ehemalige Kaserne übernommen und wollen hier ein paar hundert Wohnungen realisieren. Das Ganze geht einher natürlich mit Personalwachstum. Wir müssen noch ein paar Leute einstellen und es geht natürlich auch einher mit Investitionen in die IT, denn ohne digitale Prozesse lässt sich heute kein Kunde mehr begeistern. Hier sehen Sie eine meiner Lieblingsfolien. Die hatte ich auch letztes Jahr hier schon mal gezeigt. Aber sie ist trotzdem immer wieder interessant und beeindruckend. Was man hier sieht, ist, dass die Umweltbank eben nicht nur nachhaltig agiert, sondern dass sie zu den profitabelsten Banken Deutschlands gehört. Sie haben hier auf dieser Grafik nach rechts auf der X-Achse abgetragen die Eigenkapitalrentabilität vor Steuern und nach oben auf der Y-Achse die sogenannte Aufwand-Ertrag-Relation. Das ist ein Maß für die Effizienz einer Bank. Je niedriger die Aufwand-Ertrag-Relation, desto effizienter arbeitet eine Bank, desto weniger Geld muss sie aufwenden, um etwas zu verdienen. Und typische Aufwand-Ertrag-Relationen bewegen sich so zwischen 50 und 80%. Und Sie sehen, wir sind hier mit knapp über 40% fast hier der Spitzenreiter der hier vorgestellten Banken. Und auch bei der Eigenkapitalrendite sind wir fast so gut wie die ING Deutschland, die ja bekanntermaßen sehr, sehr rentabel agiert. Wir haben eine Zeit lang diese Grafik nicht so gerne gezeigt, weil wir eben nicht damit angeben wollten und weil wir nicht über wirtschaftlichen Erfolg gemessen werden wollten, sondern lieber den ökologischen Erfolg zeigen wollten. Aber inzwischen zeigen wir sie doch auch mit einem gewissen Stolz. Ja, dann habe ich hier noch eine Darstellung der Geschäftsentwicklung über die letzten 10 Jahre. Sie sehen also, unser Geschäftsvolumen ist kontinuierlich gewachsen, im Schnitt etwa 10% pro Jahr. Und auch das Ergebnis hat sich gut entwickelt. Hier sieht man, dass es seit etwa 2015 leicht zurückgegangen ist und zuletzt stagniert hat. Ja, der Grund dafür ist, dass die Zinsen so niedrig sind und dass auch die Zinsmarge, also die Differenz zwischen dem Satz, zu dem wir Geld verleihen und dem Satz, zu dem wir Geld hereinnehmen, dass diese Marge eben deutlich zurückgegangen ist. Das geht allen Banken so, da ist auch die Umweltbank davon betroffen. Wir hatten früher Zinsmargen von etwa 2% und haben heute eine Zinsmarge von etwa 1,1%. Das heißt, wir müssen heute doppelt so viel Kredite machen, um das Gleiche zu verdienen. Aber natürlich soll diese Kurve, diese Ergebniskurve in den nächsten Jahren wieder in die richtige Richtung, also nach oben zeigen. Deswegen arbeiten wir jeden Tag fleißig an neuen Kunden, neuen Krediten und eben auch an unserem Fondsangebot. Wichtig ist bei einer Bank immer auch die Frage, hat sie denn Risiken, hat sie besondere Ausfälle zu verzeichnen? Und hier sehen Sie die Entwicklung der Kreditinanspruchnahme in den letzten 10 Jahren. Und relativ dazu die Entwicklung unserer Wertberichtigungen, also der Kreditausfälle. Und wir sind sehr froh, dass wir
nahezu keine Kreditausfälle haben, also ein sehr risikoarmes Kreditgeschäft betreiben. Und auch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 und auch aktuell betrifft uns zum Glück kaum. Wir verzeichnen keinerlei höhere Wertberichtigungen aufgrund von Corona. Im Gegenteil, die Kredite sind so sicher, wie sie immer waren. Und woran liegt das? Naja, man könnte salopp sagen, gewohnt wird immer. Also Wohnraum ist natürlich auch in Zeiten von Corona wertvoll und wichtig, vielleicht sogar wichtiger als vorher. Homeoffice, wenn man macht, braucht man mehr Platz zu Hause. Und die Preise für Wohnimmobilien sind ja auch weiter gestiegen und nicht gefallen. Das sichert unser Kreditgeschäft ab. Und auch die erneuerbaren Energien sind jetzt keine Branche, wo es eine Krise gibt. Denn wir wollen ja nach wie vor, und auch die Politik will nach wie vor, dass Deutschland ausschließlich erneuerbaren Strom bezieht. Und deswegen sind auch die erneuerbaren Energien keinerlei Krisenbranche. Ja, dann komme ich zu den Eigenmitteln der Umweltbank. Im Bankgeschäft sind ja auch immer die Eigenmittel ein sehr wichtiges Thema. Die Anforderung der Aufsicht an uns lautet 12% Eigenmittel. Und wir haben zum Jahresende 2020 diese aufsichtliche Anforderung übererfüllt mit 14,6%. Die verschiedenen Farben dieser Balken, die zeigen die unterschiedlichen Kapitalqualitäten. Der grüne Balken ist das sogenannte harte Kernkapital, also das Aktienkapital. Dann gibt es noch einen orangen Balken, das zusätzliche Kernkapital, und einen schwarzen Bereich, das Ergänzungskapital. Das Ergänzungskapital sind zum Beispiel Nachranganleihen. Und da haben wir im letzten Jahr auch nochmal unsere Eigenmittel gestärkt mit der Emission des Green Bond Junior, haben wir 15 Millionen neu aufgenommen. Also Eigenmittel ausreichend und solide dotiert, aber für eine wachsende Bank wird sich auch in der Zukunft die Frage stellen, reichen die Eigenmittel, braucht man neue? Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch in den nächsten Monaten und Jahren wieder weitere Eigenmittelzuführungen vornehmen werden. Und das vielleicht auch durch eine reguläre Kapitalerhöhung tun werden. Ja, also wie schon angeklungen, das Klima in Deutschland für unser Geschäftsmodell ist perfekt. Es gibt die nationalen und die europäischen und die weltweiten Klimaziele, die uns in die Hände spielen. Das Umweltbewusstsein in der ganzen Bevölkerung wächst fortlaufend. Eins unserer Schwerpunktthemen, Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum, ist ein Dauerbrenner. Hier geht uns die Arbeit nicht aus. Und der Bereich Sustainable Finance insgesamt ist ein absoluter Wachstumsmarkt, der auch von der EU-Regulierung befördert wird. Deswegen kann ich Ihnen auch einen positiven Ausblick für das Jahr 2021 geben. Wir gehen davon aus, dass unser Geschäftsvolumen weiter nach oben wachsen wird. Wir rechnen für das Jahr 2021 mit 135.000 Kunden. Und das Ergebnis, das ist, denke ich, auch das, was Sie vielleicht stark interessiert, das sehen wir im Jahr 2021 nochmal in etwa bei 38 Millionen Euro. Wir arbeiten daran, dass das Ergebnis weiter steigt, aber wir müssen nochmal investieren in IT und auch noch ein paar Leute einstellen. Deswegen wird das Ergebnis 2021
noch nicht so stark steigen, wie wir das für die Zukunft erhoffen. Für jeden Investor wichtig ist auch die Frage nach der Dividende. Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, wir sind ein zuverlässiger Dividendenzahler und wir haben viele Jahre die Dividende jedes Jahr wieder ein bisschen erhöht. Die letzten beiden Jahre hatten wir eine Dividende von 33 Cent je Aktie und auch für das Geschäftsjahr 2020 schlagen wir der Hauptversammlung wieder eine Dividende von 33 Cent je Aktie vor, was bei aktuellen Kursen etwa einer Dividendenrendite von 2% entspricht. An der Stelle möchte ich vielleicht noch sagen, die Dividendenzahlung von Banken ist ja von der Aufsicht gerade, wie soll man sagen, kritisch beäugt. Wir hatten letztes Jahr nach der Hochphase der Pandemie in Absprache mit dem Aufsichtsrat die Dividendenzahlung zunächst zurückgestellt, haben dann aber in einer außerordentlichen Hauptversammlung im November beschlossen, trotzdem eine Dividende zu zahlen, weil wir eben zeigen wollten, es geht uns gut und die Empfehlungen der Bankenaufsicht, die müssen uns hier nicht treffen. Ja, hier nochmal kurz zusammengefasst, was es für gute Gründe für ein Investment in die Umweltbankaktie gibt. Unser Geschäftsmodell hat eine hohe Ertragskraft. Wir werden weiter wachsen und der Markt ist auf unserer Seite. Wir sind transparent, nachhaltig und auch unsere Dividendenpolitik ist sehr anlegerfreundlich. Und das ist auch für jeden Investor, glaube ich, immer ein wichtiger Grund, wenn man sich eine Aktie anschaut. Ja, hier sehen Sie unseren Finanzkalender. Wir haben im Jahr 2021 eine ganze Reihe noch von Veröffentlichungen und Zahlen und Daten, Fakten geplant. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich immer gerne an mich wenden oder auch an unseren Oliver Partsch, der sich um die Investor Relations kümmert. Dann würde ich an der Stelle einfach mal aufhören und den Raum offen lassen. Ich habe ja, glaube ich, noch 10 Minuten, die ich Ihnen für Fragen lassen soll. Und dann können Sie mich jetzt löchern und Fragen stellen. Ich freue mich auf Ihre Fragen und danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Koppmann, für Ihre Präsentation. Ja, es sind einige Fragen reingekommen. Zu dem Thema Fonds, also ja, Ihre Marke Umweltspektrum Mix etwas ausbauen mit zwei weiteren Fonds. Hier auch die Frage, werden das externe Berater sein? Wer managt die Fonds? Wie kommt es, wie viel Ziel Asset Under Management haben Sie hier in den nächsten 3 Jahren? Ja, also wir haben kein eigenes Fondsmanagement im Hause aufgebaut. Wir geben, wenn man so will, die Rahmenbedingungen für die Umweltspektrumfonds vor. Wir ermitteln das Anlageuniversum und die Anlagestrategie. Aber das Management, das tägliche Doing, das ist ausgelagert an Partnerunternehmen. Das werden wahrscheinlich auch unterschiedliche Partnerunternehmen sein. Wir haben uns jetzt hier nicht auf eins fokussiert, sondern haben verschiedene Partnerunternehmen, die sich mit nachhaltigem Fondsmanagement auskennen. Ein konkretes Zielvolumen möchte ich gerne an der Stelle nicht sagen, aber wenn Sie mal sehen, wir sind jetzt nach einem guten Jahr bei 60 Millionen Euro in dem Umweltspektrum Mix. Und wenn das bei den anderen beiden, die jetzt im Sommer kommen werden, jeweils auch 60 Millionen sind in einem Jahr, dann bin ich schon eigentlich recht zufrieden. Also wenn wir jedes Jahr 60 Millionen pro Fonds neues Geld reinholen, dann muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Geschäft. Wir können uns aber durchaus vorstellen,
wenn die Fonds mal ein, zwei, drei Jahre auf dem Buckel haben, auch eine größere Werbekampagne zu starten, um da noch ein bisschen zu beschleunigen. Aber es ist ja so, dass solche Fonds, dass man da oft fragt, na, wie war denn die Performance im letzten Jahr? Und wir wollen erstmal jetzt die Fonds ein gewisses Lebensalter bekommen lassen, bevor wir in eine größere Werbekampagne einsteigen, die ich mir, wie gesagt, in zwei oder drei Jahren dann vorstellen kann. Die nächste Frage, könnten Sie noch was zum Thema Windausbau Deutschlands sagen? Wie sehen Sie hier die Zukunft? Ja, der Ausbau der Windkraft in Deutschland ist ja nicht ganz so schnell, wie man sich das wünschen würde. Es gibt in Bayern gerade zum Beispiel Beschränkungen mit Höhe und Abstand. Es wäre da sicher noch mehr möglich. Dennoch wird der Windkraftausbau, denke ich, weitergehen in einem anständigen Maße. Und die Umweltbank wird daran auch immer ihren Anteil an Finanzierungen und Projekten haben. Also ich habe keine Sorge, dass der Windkraftausbau nicht weitergehen würde. Aber natürlich wünschten wir uns als Akteure der nachhaltigen Wirtschaft, dass es schneller ginge. Aber es wird weitergehen. Wollen Sie in der Zukunft dann Windprojekte auch außerhalb Deutschlands finanzieren? Wir haben uns auf Deutschland fokussiert als Geschäftsgebiet. Wir werden immer wieder gefragt, geht ihr auch ins Ausland? Bislang haben wir das Ausland nicht betreten. Wir hatten bislang immer genügend Aufgaben und Finanzierungsprojekte in Deutschland. Und wir fanden es risikoärmer und sinnvoller, uns hier nicht zu verzetteln, sondern erstmal die Geschäfte, die in Deutschland auf der Straße liegen, einzusammeln, anstatt im Ausland sich blaue Augen zu holen. Ich will nicht ausschließen, dass wir vielleicht in 5 Jahren da nochmal neu und anders drüber nachdenken, aber kurz- und mittelfristig werden wir in Deutschland ausschließlich aktiv bleiben. Es gab noch eine Frage zum Thema Umweltprojekt, Sparte Umweltprojekt. Planen Sie da gegebenenfalls einen Börsengang langfristig? Also, das will ich nicht ausschließen, dass sowas ganz langfristig sinnvoll sein könnte. Im Augenblick haben wir keinerlei Finanzierungsprobleme. Die Eigenmittel oder die Aktien der Umweltprojekt sind komplett bei der Umweltbank selber. Und die Mittel, die wir brauchen, um in Projekte zu investieren, werden im Augenblick durch Anleihenemissionen hereingeholt. Und diese Anleihen werden auch von unseren Privatkunden sehr, sehr gerne gekauft. Also wir haben da aktuell kein Finanzierungsproblem. Und solange sich diese hochrentablen Projekte in der Bankbilanz halten lassen über die Tochter, würden wir sie erstmal behalten. Wir haben jetzt auch nicht die Not, hier irgendwelche stillen Reserven zu heben, sondern wollen dieses Vehikel-Umweltprojekt erstmal noch weiter reifen lassen. Aber ganz langfristig ist vieles denkbar. Vielleicht noch abschließend eine Frage zu dem Thema Aufwand-Ertragsrelation. Das ist ja bei Ihnen eine hervorragende Kennzahl. Mit steigendem Kreditgeschäft, wie wird sich das entwickeln? Was schätzen Sie? Also die Aufwand-Ertragsrelation liegt aktuell bei gut 40 oder knapp über 40%. Das ist ein traumhafter Wert. Wir werden auch hier wahrscheinlich ein bisschen schlechter werden. Es liegt einfach daran, dass diese Zinsspanne so eingeschnürt ist. Aber ich bin mir sicher, wir werden weiterhin eine sehr gute Aufwand-Ertrag-Relation haben. Und ich hoffe, unser Ziel ist es, die immer unter 50 zu halten. Und damit sind wir deutlich besser als viele andere Banken, wenn wir unter 50 weiterhin bleiben. Das nehme ich jetzt so als Schlusswort, Herr Koppmann. Herzlichen Dank für Ihre Präsentation.
Herzlichen Dankeschön. Dank, Herr Nürnberg. Jetzt können Sie Ihren Bildschirm wieder freigeben. Ja. We'll be right back.